Hättet ihr Lust, mit diesem Geldbeutel den ganzen Tag auf dem Festival rumzuhängen, in der Hosentasche? Oder hättet ihr Lust, mit diesem fetten Geldbeutel abends in den Club zu gehen? Ich persönlich nicht. Mich stören solche dicken Geldbeutel immer in der Hosentasche. Deswegen habe ich mir den ultimativen Gaffer- bzw. Panzertape-Geldbeutel gebastelt. Und ich will euch heute zeigen, wie das funktioniert. Nochmal hier kurz der Vergleich. Das ist der Gaffertape-Geldbeutel. Perfekt fürs Festival. Und das hier ist der echte. Den basteln wir jetzt. Wir brauchen dafür Gaffertape. Das kriegt ihr in jedem normalen Baumarkt. Kein Problem, ist auch nicht teuer. Wir brauchen eine Schere. Hier, ich habe die rosane ausgesucht, damit es hier auch ein bisschen spannender wird. Und ein Lineal, weil wir auch abmessen müssen, wie lang unser Geldbeutel am Ende ist. So. Und dann geht es eigentlich auch schon los. Es ist wirklich nicht aufwendig. Wir brauchen von diesem Gaffertape insgesamt am Anfang 8 Streifen. Diese 8 Streifen sollen jeweils so 26 cm lang sein. Ich fange mal an. Hier liegt mein Lineal. Los geht's. Vier Streifen lege ich hier erstmal rechts, habe ich hier einen Tisch geklebt zur Seite. Wir fangen an mit den ersten 4. So, mit der Klebeseite nach oben lege ich jetzt den ersten Streifen hier hin. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil die Finger kleben bleiben. Da muss man sich manchmal ein bisschen was ausdenken, dass er dann auch da bleibt. So, erster Streifen. Dann nehme ich meinen zweiten Streifen, auch mit der Klebeseite nach oben, und lege ihn, sagen wir mal so 1-2 cm auf den anderen drauf und klebe das Ding einfach zusammen. Das gleiche mache ich auch mit den anderen beiden, also so, dass ich 4 am Ende zusammengeklebt habe. Jetzt haben wir 4 Gaffertape-Streifen, sagen wir mal 26 cm, aneinander geklebt. So, das ist sozusagen die Grundfläche für unseren Geldbeutel. Jetzt nehme ich die anderen 4 und klebe sie mit der Klebeseite nach unten drauf. Jetzt müssen wir noch aufpassen, dass hier oben die Kanten, die meistens sehr unschön aussehen und auch kleben, dass wir die noch etwas abdichten. Dazu wieder Gaffertape. Also nehme ich jetzt, naja, sagen wir mal so 26 cm, ziehe ich ab und klebe ganz einfach oben die Kante ab. Das heißt, ich nehme ungefähr die Hälfte, so, klebe es an, schlag dann oben um und habe somit die Kante abgerundet und schneide dann hier natürlich die Reste ab. Wichtig, nächster Schritt, wir basteln die Taschen. Dazu falte ich die Grundfläche in der Mitte und lege sie so auf den Tisch. Ja. Für die Taschen brauchen wir, sagen wir mal, ich nehme jetzt mal 35 cm Gaffer. Das dürfte reichen. So. Das lege ich mit der Klebeseite nach oben auf den Tisch. Nehme nochmal 35 cm Gaffer. So. Und klebe das da drauf. Klebeseiten aufeinander. So. Jetzt schaue ich mir an, okay, wie breit muss denn meine Tasche sein? Dazu nehme ich auf jeden Fall mal eine Karte. Jetzt geht es darum, das Ganze festzukleben. Dazu nehme ich die Hälfte eines Gaffertapes. So, also ich nehme mir den Streifen, den halbierten, und klebe jetzt die Taschen zuerst an dieser Seite fest. Und immer aufpassen, dass man dann die Kreditkarte nicht mit anklebt. So, unsere Taschen sind fixiert, allerdings sind sie unten noch nicht zu, das ist noch wichtig. Dazu klappe ich den Geldbeutel wieder auf, mache wieder kleine Streifen und klebe damit die Taschen von unten nochmal zu. Weil sonst fällt die Kreditkarte raus.
So, jetzt ist unser Geldbeutel eigentlich auch schon fast fertig. Ich klappe jetzt die Grundfläche noch einmal um. Und ganz wichtig, jetzt hier die Seiten zusammenkleben. So, und wenn man sich dieses Ding jetzt anguckt, dann sieht man schon, ah, da ist unser Geldfach, das ist die Fläche. Und wenn ich es jetzt einfach zuklappe, zack, dann habe ich meinen Geldbeutel.